So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen einen Wald-Kurzwissen, weil irgendwann kommt mein Bus und so viel Zeit habe ich dementsprechend nicht. Trotzdem habe ich hier gerade zwei schöne Beispiele, muss dazwischen ein kleines bisschen laufen, um euch ein wenig den Trittstein Naturschutz näher zu bringen. Wald-Kurzwissen ist eine Rubrik, die einfach quasi unter einer halben Stunde ist, aber auch meistens trotzdem länger als 15 Minuten. Und in kompakter Form, dann dafür nicht ganz so ausführlich und ganz so vollständig ein wesentliches Thema zum Wald erklären möchte. Mache ich schon, seit es den Kanal gibt. Nein, das ist nichts Neues und nein, ich wurde nicht von Aliens entführt. Ja, das würde ich auch dann sagen, wenn sie mich entführt und ausgetauscht hätten. Aber wir legen los und zwar mit dem Thema Trittstein Naturschutz. Das ist ein Stück weit ein Gegenkonzept zur Nationalparkidee. Mit der Nationalparkidee nimmt man ja große Flächen, die schutzwürdig sind. Das ist der Knackpunkt. Die sollten eigentlich schon vorher schutzwürdig sein, bevor man da Nationalpark draus macht. Legt da sozusagen die Käseglocke drüber. Donk, den großen Dom und versucht, dass da eben keine störenden menschlichen Einflüsse von außen in diese jetzt nun sich selbst entwickelnde Natur eindringen. Das ist eine tolle Sache, da ist auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Den großen Nachteil, den sie allerdings hat, ist, dass man halt erstmal eine große Fläche schon bereits vorhandener, schützenswerter Natur irgendwo benötigt, wo wenig Interessenskonflikte bestehen zwischen den anderen Leuten, die da ein Interesse an der Landschaft haben und halt eben dem natürlichen Interesse der Natur an der Landschaft, wenn man das jetzt mal so formulieren wollen. Ja, das macht einem zum Beispiel derzeit eine weitere Ausweisung von Nationalparken in Deutschland nahezu fast unmöglich. Diskutiert werden gerade noch im Spessart, ob man da nicht vielleicht was machen könnte oder am Rothaarsteig, Rothaarkamm, dass da vielleicht eventuell was gehen würde. Beides hochgradig unwahrscheinlich und beide Flächen viel zu klein, als dass das für eine vernünftige Nationalparkgründung reichen würde. Nationalpark muss mindestens 10.000 Hektar haben, das ist international so vorgeschrieben, sonst ist es kein richtiger Nationalpark. Viele unserer deutschen Nationalparke sind als Endprodukt der letzten Tage der DDR ohnehin zu klein. Die wurden dann noch einmal durchgewinkt und sind international eigentlich nicht anzuerkennen. Jetzt ist man froh, dass die DDR weg ist, scheinbar international, weshalb sie dann doch irgendwie anerkannt werden. Das ist ein hochgradig interessantes Thema eigentlich. Aber ja, Tatsache ist, wir bräuchten große zusammenhängende Naturflächen. Und die haben wir einfach nicht mehr. Wir haben nur noch kleine Naturflächen. Und jetzt kommt eben der Trittstein-Naturschutz ins Spiel, der die Idee hat, dass wir die noch vorhandenen kleinen Naturflächen jetzt nicht großflächig eine Käseglocke drüber machen und den ganzen noch nicht wertvollen Wald drumherum auch halt unbedingt mitschützen. Einfach nur, um letzten Endes nur so viel zu schützen, so einen riesen Kreis aufmachen, ist nicht unbedingt zielführend und braucht halt einen Haufen Fläche. So. Und der Trittstein-Naturschutz möchte jetzt einfach die kleinen Naturflächen, die wir sonst noch so im Lande haben, miteinander verbinden, sodass Arten, die in einem bestimmten Naturwaldgebiet vorkommen, mittels Trittsteinchen so hopsend boing, 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 durch den Wirtschaftswald, der im schlimmsten Fall ganz böse bewirtschaftet ist, das wird hoffentlich nicht passieren, aber theoretisch wäre das vorstellbar, dass sie dann per Trittsteinen von Naturwald immer weiter diesen Naturwald-Trittstein hinterher hüpfen, bis sie über kleine Trittsteine ins nächste größere, kleine, sozusagen Wildnisgebiet gelotst werden. Daher Trittstein-Naturschutz, ne? Von Steinchen zu Steinchen. So, und in Baden-Württemberg äußert sich dieser Trittstein-Naturschutz durch Habitatbaumgruppen, das ist das da hinter mir, gucken wir uns gleich an, und Naturwaldreservate. Refugien heißen sie. Waldrefugien oder Naturwaldrefugien oder wie auch immer man die Dinger nennen möchte, sehen wir nachher auch noch gleich eins. So, das ist also einer der Trittsteine, der vom nächsten Refugium, wo wir gleich hingehen, wegführt hin zum nächsten Refugium. So ein Refugium ist jede größere Naturwaldfläche. Das kann ein Naturschutzgebiet sein, das kann einfach nur ein Stück Wirtschaftswald sein, in dem man die Nutzung aufgegeben hat. Das sehen wir dann gleich als Beispiel. Das kann ein Naturdenkmal sein, ein großflächiges, flächenhaftes Naturdenkmal. Das kann ein Biosphärenreservat, ein Nationalpark oder was auch immer sein, wo halt eben aus irgendwelchen Gründen noch eine größere Fläche von intakter Natur vorhanden ist. Ja? So, und da sollen jetzt zum Beispiel Spechte eben durch solche Zwischengebiete den Weg hinfinden, da so ein Specht fliegen kann und einen gewissen Radius im Wald dreht. Und wenn wir jetzt diese Teile in einem Abstand von
sagen wir mal, alle 300 Meter in alle Richtungen sozusagen so eins haben, dann sind Spechte zum Beispiel in der Theorie durchaus in der Lage, diese dann auch zu finden. Das heißt, der Nachwuchsspecht, der hier losfliegt, kann zum nächsten Gebiet fliegen und gründet da seine eigene Familie, weil eine Spechtin vom übernächsten Gebiet in diese Richtung unterwegs war. Dann treffen sie sich sozusagen in der Mitte. Es gibt Nachwuchs, der Nachwuchs fliegt dann wieder in beide Richtungen weiter, stellt fest, oh Mist, hier sind ja schon meine Großeltern in der anderen Richtung, auch die Schwiegereltern sozusagen. Und je nachdem ist er dann schon besetzt, dann fliegen sie halt ein Stück weiter und zack, kommen sie zur nächsten Habitatbaumgruppe und da ist gerade die Spechtfamilie meinetwegen an Altersschwäche gestorben. Davon abgesehen passt in eine Habitatbaumgruppe meistens auch mehr als ein Spechtpaar rein. Aber und so findet man sich dann gegenseitig den Weg und während man dann generationsübergreifend eben immer weiter wandert, landet dann irgendwann ein exotischer Specht, zum Beispiel der Schwarzspecht, der hier wohnt. Ja, der wohnt hier. Ich kenne ihn persönlich. Der landet dann möglicherweise halt irgendwann im nächsten Großschutzgebiet und kann eine ganze Dynastie von Schwarzspechten aufziehen. Klingt alles sehr theoretisch. Man hat auch lange Zeit gezweifelt, ob das überhaupt funktioniert, aber seit dieses System in Kraft ist, hat zum Beispiel die Zahl der Spechte als eine der ganz wenigen Vögelgruppen, die es überhaupt in Deutschland gibt, massiv zugenommen. Das funktioniert also wirklich. Man kann also auch noch anhand anderer Studien durchaus nachweisen, dass ein Effekt spürbar ist und der ging erheblich schneller als gedacht, weil im Wald ja eigentlich alle Prozesse sehr langsam verlaufen, dass wir also jetzt schon eine deutliche spürbare Verbesserung der Zustände im Wald, obwohl noch nicht mal alles voll ist mit diesen Dingern, da müssen noch ein paar mehr her, ja, haben wir trotzdem schon eine deutlich spürbare Verbesserung der Artenvielfalt, insbesondere der Totholzbewohner im Wald. So, und wie so eine Totholz-Habitatbaumgruppe aussehen soll, die gucken wir uns, wie gesagt, jetzt kurz an. So, ich stehe mittendrin. Wir haben zunächst mal dichten Unterwuchs. Ja, ist gar nicht so einfach, hier vorwärts zu kommen. Wir haben einige durchaus ein bisschen seltenere Arten, wie diesen Ilex hier. Schön zu erkennen an der roten Beere. Wir haben eine zentrale Baumart, beziehungsweise einen zentralen Baum. Ich glaube, das ist in diesem Fall dieser hier. Dabei handelt es sich um eine Buche, die ihre besten Tage hinter sich hat. Die ist also auf jeden Fall in den nächsten 50 bis 100 Jahren tot, vermutlich. Ja? Sie hat obendrin als noch lebendiger Baum bereits eine Spechthöhle, vermutlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Schwarzspecht, soweit ich das irgendwie feststellen kann, und es eignet sich damit eben hervorragend als Habitatbaum. Ein Habitatbaum soll nicht irgendein super gesunder Baum sein, bei dem man jetzt beschließt, okay, dich lasse ich jetzt stehen, bis du von alleine umfällst. Das ist nämlich so, die wird so lange stehen, bis sie von alleine umfällt, wird nie gefällt werden, auch nicht, wenn das eine gewisse Gefährdung der nahe vorbeilaufenden Wege bedeutet. Da ist Naturschutz wichtiger als Wegesicherungspflicht in diesem Zusammenhang und das ist dann halt einfach so. Ja? Und wichtig beim Habitatbaum, er soll nicht sofort tot umfallen, dann brauchst du ihn auch nicht groß schützen, dann kannst du einfach warten, bis er umgefallen ist und dann hast du da so Holz, Totholz rumliegen, ist dann auch so wichtig für die Artenvielfalt. Der soll schon also noch ein paar Jahre leben bei Ausweisung, aber auch nicht ewig, damit er halt dann eben bald auch einen Alterszustand erreicht, der dann interessant ist für diverse Untermieter. Und die erste Spechthöhle schon drin zu haben, ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel. Ich kann sie euch nicht zeigen, im Sommerzustand sieht man die nicht, da ist ein bisschen Laub davor. Ist ein wunderbares Beispiel eben für bereits nachlassende Gesundheit und ein prima Punkt, wo man dann den Habitatbaum hinsetzen kann bzw. auswählen kann. So, jetzt heißt das Ganze Habitatbaumgruppe. Im besten Fall haben wir also nicht nur eine geeignete Buche für diesen Zweck hier rumstehen, sondern wir haben eben auch noch ein paar schöne andere Dinge nebendran. Den Ilex habe ich euch gerade gezeigt. Dann steht hier eine Eiche, das dicke Ding da, die auch schon nicht mehr ganz vital ist. Da gibt es also auch schon diverse Untermieter. Ich habe hier auch schon Hirschkäfer gefunden. Die brauchen ja auch Alteichenbestände, um sich wohlzufühlen. Mehrfach Hirschkäfer gefunden letztes Jahr. Das war ganz großartig. Wie gesagt, in der Buche wohnt der Specht. Und dass der Specht hier wohnt, ich kann euch... Entschuldigung, man bleibt hier überall hängen natürlich, unter Holz. Ne? Wir haben übrigens noch einen Unterbau vom Unterbau. Wir haben den Buchenunterbau und wir haben noch mal einen Ilex-Unterbau unterm Buchenunterbau. Das ist also wirklich ein großartiger Wald. Eine Habitatbaumgruppe sollte auch immer einen gewissen Anteil von Totholz haben. Einen gewissen hohen Anteil. Dafür sorgt unter anderem dieser Stamm. Und wenn wir mal nach da gucken, hier ist also wirklich jede Menge
liegendes Totholz vorhanden. Wir haben jede Menge stehendes Totholz. Beispielsweise der obere Bereich dieser Buche, vollständig abgestorben. Die hat noch eine kleine Sekundärkrone gebildet, weshalb es hier immer noch dunkel ist. Ist auch wichtig. Wir wollen ja auch weiterhin ein Waldklima haben. Und am Boden des Waldes soll schön dunkel, schön kühl sein. Es gibt hier auch einen angenehmen Modergeruch von dem ganzen sich zersetzenden Holz. Auch diesem hier, also wenn wir jetzt Geruchs-YouTube hättet, ihr könntet so einen angenehmen pilzlichen Zersetzungsgeruch wahrnehmen, wie sich das eben in einem besonders belebten Wald, in einem besonders artenreichen Wald gehört. Und wir haben eben in Reichweite unseres Zentralbaums mit der Spechthöhle auch noch Futtermöglichkeiten für die Spechtjungen insbesondere, die ja versorgt werden müssen. Wie ist dieser wunderbare, ich vermute mal, kann ich in dem Zustand ehrlich gesagt nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt ein roter Baumschwamm, rotrandiger Baumschwamm oder ein Zunderschwamm ist. Aber es ist auf jeden Fall ein riesiger Konsolenpilz. Davon gibt es hier mehrere. Und das deutet natürlich darauf hin, und schon wieder bleibe ich hängen, dass in diesem Baum diverses Futter für den Specht zu finden ist. Und das sind Schwarzspechtlöcher. Ja, das ist also fast immer der Schwarzspecht, der diese großflächigen Löcher da reinmacht. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen hochgucken, dann sehen wir, da war er fleißig. Die brüten also eben auch nebenan und finden hier jede Menge Möglichkeiten, sich wohlzufühlen. Aber eine Habitatbaumgruppe soll ja nicht die ganze Spechtfamilie oder auch mehrere Spechtarten, wie gesagt, die koevolutionstechnisch hier so vor sich hin spechten, versorgen, sondern soll einfach nur als Wohnung dienen. Die finden ja auch in den Wäldern nebendran, die sind ja auch nicht schlecht. Ja, da gibt es vielleicht weniger Totholz, als hier auf einem großen Haufen rumliegt, aber da finden sie auch ein bisschen was, holen sich da auch mal aus ein paar anderen Bäumen noch den einen oder anderen Käfer raus, und damit können sie sich ja insgesamt gut gehen lassen. Das ist also eine perfekte Habitatbaumgruppe. Das Gebiet ist auch nicht viel größer als die paar Schritte, die ich da jetzt gerade durchgelaufen bin, und dann ist auch schon wieder Schluss. Ja, und dann kommt normaler, in Anführungszeichen, ein Wirtschaftswald, der hier nur sehr wenig bewirtschaftet wird. Es ist also ein Paradebeispiel für tollen Naturschutz, integriert in einen forstwirtschaftlich genutzten Wald. Nichtsdestotrotz, es geht dann mit normalem Wirtschaftswald weiter nach da hinten. Und dann kommt irgendwann die nächste Habitatbaumgruppe. Und dann springen wir sozusagen, wenn wir jetzt der Schwarzspecht wären, von Habitatbaumgruppe zu Habitatbaumgruppe zu Habitatbaumgruppe und kommen irgendwann in ein Refugium, das dann eben eine große Fläche ist, wo es deutlich mehr Platz gibt für mehrere Spechtfamilien, wo man sich dann auch generationenübergreifend länger aufhalten kann. Und erst wenn das Refugium voll ist, muss quasi wieder ausgewandert werden über Habitatbaumgruppe, Habitatbaumgruppe, Habitatbaumgruppe bis zum nächsten Refugium. So ein Refugium schauen wir uns jetzt gleich als nächstes noch an. Ich muss laufen, für euch ist es nur ein kleiner Schnitt. Zauberei, Zauberei, und da bin ich auch schon im Refugium angekommen. Die sind häufig mit diesen Schildern hier gekennzeichnet. Die sind in Massenanfertigung, also jedes Refugium hat plus minus dasselbe Schild. Das ist auch nicht schlimm, überhaupt nicht, aber wichtig finde ich schon, dass man da noch kurz darauf hinweist. Das ist zum einen ForstBW und zum anderen die FVA, die Forstliche Versuchsanstalt in Freiburg, also das staatliche Waldforschungszentrum Baden-Württembergs. Ganz tolle Nummer, ja, super Leute da. Und ja, die Schatzkammer des Waldes, das Waldrefugium. Man muss auch vielleicht noch dazu sagen, flächige Erhaltung und Förderung alter Bäume und starkes Totholz. Zulassen flächiger Zerfallsphasen und Schaffung von Ruheräumen, Sicherung des Vorkommens von geschützten Arten und Bildung eines zusammenhängenden Netzes von Uraltbäumen und Totholz. Das hätte ich schöner nicht ablesen können. ist eine großartige Sache. Ich bin ein Riesenfan von Refugien und Habitatbaumgruppen. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Idee und funktioniert viel, viel besser, als man sich das zu wünschen gehofft hätte. Man beachtet zum Beispiel die Baumgruppe da direkt hinter mir. Allein da geht schon los. Ein Refugium, das hat dann gerne mal ein paar Hektar, ne? Also einen Minimum, gerne auch mal 3, 4, sowas in die Richtung. Das langt auch wirklich. Das ist dann schon eine ordentlich in sich geschlossene, schöne, kleine, aber groß genug Fläche für eben viele, viele Vorgänge, die sich beim Leben im Totholz dann ereignen können. So, und wir biegen gleich mal da rein ab. Wichtig ist, sowohl Habitatbaumgruppen als auch Refugien
haben kein Betretungsverbot. Das ist meiner Meinung nach ein großartiger Kompromiss im Vergleich zum Naturschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet, da ist die Natur drin, ja, und da geht es da auch gut, aber wir kommen nicht rein, beziehungsweise eben nur auf Wegen. Jetzt ist es schön, wenn durch ein Refugium auch mal ein Weg geht, so wie hier, da muss man nicht vom Weg runter. Man dürfte es aber, will man hier aber auch gar nicht. Ist im Übrigen nicht ungefährlich, durch das viele Totholz kann es durchaus mal sein, dass einem da auch mal was entgegenkommt. Mal ein Blick in die andere Richtung, da seht ihr zum Beispiel schon mal wieder was rumliegen. Großer pflanzlicher Artenvielfalt am Boden, aus Zeitgründen möchte ich die jetzt nicht alle benennen, aber unter anderem haben wir jede Menge Waldmeister und wir haben wirklich viele dicke, offensichtlich nicht mehr so ganz gesunde Bäume, die sowohl als Nahrungsraum, da kriecht auch gerade eine Assel dran hoch, könnt ihr nicht sehen, die ist zu klein, aber wirklich hervorragende Lebensgrundlage verschiedenster totholzbewohnender Arten. Und wenn der Baum irgendwann mal zu zersetzt ist für den Specht, dann hat er genau die richtige Zersetzungsphase für zahlreiche Insekten, zahlreiche Pilze, beziehungsweise eigentlich für Pilze, die dann von den Insekten gefressen werden. Es gibt kein Insekt, das Holz futtert, es gibt Insekten, die Pilze fressen, die vorher das Holz gefressen haben. So rum funktioniert das. Dass sie dafür notwendigerweise auch Holz mit verschlucken, ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Das Holz wird unverdaut wieder ausgeschieden. Und was dabei entsteht, nennt man Mulm. Mulm ist dieses Material, was sich zum Beispiel hier in der Spinnwebe sammelt, dieses zerkaute und zersetzte Holz. Je nachdem, wie alt ein sich zersetzender Baum ist, in welcher Phase er sich gerade befindet, bildet er auch gerne eine sogenannte Mulmhöhle aus. Das sind Großhöhlen im Baumstamm, wo man im Prinzip reinstehen könnte als Mensch. Die sind außerordentlich interessant, unter anderem für ganze Fledermauskolonien zum Beispiel, so sie dann an einem ausreichend abgelegenen Ort sind und der Zugang nicht zu groß ist, dass die Fledermaus wieder Angst bekommen muss, ungebetene Besucher zu bekommen. Jetzt habe ich gesagt, Refugium bedeutet auch keinerlei Verkehrssicherungspflicht am Weg. Beispiel zeigt, ne, der da, als ich das letzte Mal da war, stand der noch. Der ist jetzt also irgendwann mal zwischendurch umgefallen. Niemand hat daran was geändert. Niemand hat ihn abgesägt. Der fiel um, als es für ihn Zeit war, umzufallen. Und wenn man jetzt hier gestanden wäre, wo ich jetzt gerade stehe, dann hätte man gerade noch so Glück gehabt. Mit Schritt weiter, ne, könnt ihr euch ausrechnen. Das gehört dazu. Hier ist wirklich die Natur inklusive fehlender Vollkaskoversicherung ausgebildet. Und das bedeutet, wenn dir hier was auf den Kopf fällt, ja, dann bist du selber schuld, dass du hier reingelatscht bist. Das sagt im Übrigen auch das Schild. Nochmal ein Grund, warum die Schilder so wichtig sind. Da ist also nochmal ausdrücklich gewarnt, dass man hier quasi wirklich Natur betritt und Natur eben keine Vollkaskoversicherung eingebaut hat. Anders als ein Wirtschaftswald, wo der Förster immer schön aufpasst, dass auf die Wege zumindest kein Baum kracht. Beispiel nochmal diese Buche. Wir haben hier einen wunderbaren Artenvielfalt generierenden Totholzbaum neben dem anderen. Jetzt ist das hier natürlich ein Vorzeigerefugium, deswegen bin ich ja auch hier mit diesem wunderbar sich darunter schlängelnden Weg, den wir jetzt kurz noch einmal schnell durchlaufen. Dann habe ich wahrscheinlich für ein Kurzwissen etwas überzogen, aber das dürfte niemanden überraschen. Und wir haben hier auch noch Wasser im Wald, was die Artenvielfalt auch noch mal zusätzlich erhöht. Ein Bach zu haben in einem Refugium ist natürlich klasse. Zu allem Überfluss haben wir auch noch Buntsandsteinwände. Und wir haben auch geschützte Arten, gehört auch in jedes gutes Refugium, ein paar unter Naturschutz stehende Baumarten, in diesem Fall hier die Eibe, nicht reinbeißen, tödlich giftig, aber unglaublich wertvoll fürs Ökosystem und eine Riesenbereicherung, auch ein wesentlicher Futterlieferant für verschiedene Vögel. Die Eibe hat ja bekanntlich ihre roten Samenmäntel, die essbar sind, auch für Vögel eben essbar. Und zusätzlich eben diese Felsformationen, mal unabhängig vom Schild, die dann nochmal mit ihren Klüften und ihren Spalten für Lebensraum, für nochmal ganz viele andere Tier- und Pflanzenarten, auch vor allen Dingen für viele Moose sorgen. Und da wir uns hier in einer Schlucht befinden, beziehungsweise gerade noch weiter runtersteigen, sorgt das auch für eine erheblich feuchtere Luft. Kann ich gerade spüren, ihr nicht, ihr seid ja nicht live dabei. Jetzt wäre ich fast gestolpert, aber nur fast ist okay. Und
für ein inneres Klima hier in diesem Refugium, das das Ganze halt nochmal erheblich interessanter macht, ist so ein bisschen für die Esoteriker unter uns, die harmlosen Esoteriker, nicht die mit den Heilsteinen, die dürfen nicht mitkommen. Aber für die Harmlosen ist das hier durchaus ein inspirierender Ort, ein wunderschöner Ort. Man beachtet da die Felsformationen und schon ein wirklich, ja, es ist kein Zufall, habe ich mir natürlich so ausgesucht, wunderbares Waldrefugium, das diesen Namen völlig zurecht trägt. Da kommt ein winzig kleiner, je nach Wasserstand, ein bisschen wasserfallartiger Bach runter. Und so, ihr entschuldigt den kleinen Schnitt hier zwischendurch, da war der Akku leer. Das ist gerade auch interessant, solche Feuchtgebiete innerhalb des Portfolios an möglichen Waldrefugien, weil sie auch nahezu einen Großteil unserer durch die Bank bedrohten Amphibien beheimaten können. Denn solche kleinen Bächlein wie dieser hier, der da unten eben entsprechend fließt, die können ja auch mal an Stellen, wo wenig Strömung ist, durchaus auch gegebenenfalls für Wasserlebewesen interessant sein. Hin und wieder finden sich auch gerade in solchen tiefen Schluchten auch mal eine ordentliche Pfütze, die dadurch, dass hier wenig Licht runterkommt in die Schlucht, deutlich länger in den Sommer hineinreicht. Und so eine Pfütze ist dann natürlich wiederum ein gefundenes Fressen. Das ist anders als der fließende Bach für zum Beispiel alle möglichen Kröten, Frösche oder eben auch Lurche, Schwanzlurche, wie zum Beispiel den Bergmolch. Den habe ich hier auch schon entdeckt. Das ist jetzt kein besonders seltener Molch, aber hey, es ist ein Molch. Ja? Und ein Durchschnittsstandard-Wirtschaftswald hat halt keinen Molch. Dieses Refugium, das hat schon einen Molch. Ja? Und ich kann nicht müde genug werden, um nicht erwähnen zu wollen, wie toll hier eben noch zusätzlich diese Felsformationen sind. Das ist übrigens Buntsandstein. Hier an dieser Stelle jetzt gar nicht mal so bunt, aber eindeutig aus dieser Periode stammend, der eben durch auch wieder diesen Schluchteffekt und durch das Freispülen der Steine, durch eben auch das Wasser, was hier regelmäßig runterkommt, diese wunderbaren Mauerstrukturen entwickelt hat. Und wenn wir da mal näher rangehen, und das werden wir jetzt tun, dann entdecken wir auch gerade hier in diesem speziellen Refugium eben eine enorme Vielfalt von Lebewesen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht auffallen. Ich packe euch da mal hoch und da seht ihr, der Fels hat so einen gräulichen Belag. Und dieser gräuliche Belag, das ist auch wieder Leben. Das sind nämlich Flechten, die dann wieder direkt auf dem Felsen vorkommen. Auch ein Anzeichen für eine gute Luftqualität. Hätten wir hier irgendwelche Schadstoffe in der Luft im größeren Umfang, dann wäre das für Flechten ein großes Problem, weil sie ihre Nährstoffe vollständig einfach aus dem Regenwasser, beziehungsweise die Nährstoffe werden durch den Regen aus der Luft rausgewaschen und dann auf die Flechte aufgebracht. Und dann nimmt sie auf aus dem Wasser, was sie so braucht. Sie braucht nicht viel, aber ein bisschen was halt doch, und das funktioniert einfach per Gießkanneneffekt, aber eben nur, solange wir keine Schadstoffe in der Luft der näheren Umgebung haben oder einen häufigen Schadstoffeintrag haben. Auch die Artenvielfalt direkt hier am Felsen mit den verschiedenen Farnen, ich möchte gar nicht so sehr auf einzelne Arten eingehen, auch jungen Bäumen, die da durchwachsen, das hier ist eine kleine Esche zum Beispiel, ja, das ist einfach ziemlich sensationell, das ist eigentlich ein wunderschöner, toller Ort. Gerade so, wenn es dann nicht mehr ganz so früh am Tag, entweder sehr früh am Tag oder nicht mehr früh am Tag ist, wenn langsam die Dämmerung kommt, hat das schon so ein bisschen so leichte mystische Anlehnungen. Aber das darf ich als neutraler Naturwissenschaftler objektiv natürlich nicht sagen. Ne? Das einzige Problem, was es hier gerade gibt, was ich sehen kann in der Schlucht, ist dieses Zeug. Dieses Zeug ist der japanische Staudenknöterich, der ist halt hochgradig invasiv und hat leider auch irgendwann mal den Weg die Schlucht runter gefunden, konnte sich hier ansamen bzw. wieder austreiben. Vermutlich ist ein Kaputter irgendwie runtergespült worden. Und diese Pflanze ist leider in der Lage, wenn sie einfach irgendwo nur angespült wird, schon einfach aus dem Liegenbleiben wieder neue Wurzeln bilden zu können, einen sogenannten Kallus zu bilden und dann neu auszutreiben. Und damit breitet der sich super schnell aus. Aber seit Jahren ist es nur dieser Busch. Der wird zwar größer, aber nur ganz langsam, und das ist wieder eine gute Nachricht, weil in einem ungestörten Ökosystem,
in einem intakten, natürlichen Ökosystem, das so ausschaut, wie sie seit den letzten paar tausend Jahren eigentlich fast immer ausgeschaut haben wird, vermutlich, hat der erheblich schwieriger. Der braucht Störungen, der braucht kaputte Natur sozusagen, kaputte Wälder, große Löcher im Wald, große Feldflure, große Äcker neben dem Fluss, solche Sachen, um sich richtig, richtig schnell ausbreiten zu können. Baugrund, eine Baugrube, Bauschutt, sowas in die Richtung. Da hast du sofort den Staudenknöterich und in endlicher Zahl. Hier in der weitgehend fast unbeeinflussten Natur muss er richtig, richtig kämpfen, um sich auszubreiten. Und ob er den Kampf langfristig gewinnt, ist eben noch nicht mal sicher. Ich komme hier irgendwann mal mit einem langen, scharfen Gegenstand vorbei. Was auch nur kontraproduktiv sein kann, weil wenn du ihn abhackst, dann breitet er sich ja wieder aus, indem er weiter gespült wird. Man müsste also warten, bis unser Bächlein mal in einem Sommer tatsächlich kein Wasser führt. Das wäre dann der ideale Zeitpunkt. Ja, auch Baumartenvielfalt. Hier ein wunderbarer Bergahorn, der auch schon so alt ist, dass er diese runzlige Rinde ausbildet. Eben die vielen, vielen Buchen und ein kleiner Anteil hier vollkommen natürlich vorkommender Tanne. Wir sind auch auf der richtigen Höhenstufe, dass die Tanne hier auch bereits hingehört. Fast kein Baum ist hier noch so richtig, richtig dünn. Ja, okay, ein paar dazwischen gewachsene, aber es ist wirklich perfekt gewählt für ein Refugium. Und jetzt zeige ich euch noch eine der schönsten Stellen überhaupt in diesem kleinen Stück. Und dann ist hier auch gleich schon wieder Schluss. Dann geht der Weg da noch ein Stückle weiter, aber dann gibt es auch nichts Interessantes mehr zu sehen. Refugien sind klein und das langt auch. Aber hier die immerwährende Moos- und Wasserwand. Einer der schönsten, ja, schönsten Dinge. Das fließt einem dann gleich wunderbar in den Ärmel, wenn man dumm genug ist, es anzufassen. Ja, aber wirklich ganz, ganz toll. Ist übrigens Trinkwasser. Wunderschöner Ort. Bin ich immer extrem gerne, wenn ich hier vorbeikomme. Man kann da auch super duschen. Sollte einem zu warm sein im Sommer. Und ja, macht man natürlich nicht, aber man könnte. Und damit sind wir durch. Ich bedanke mich. Hier nochmal einen Rundumblick in den Schluchtwald. Und das ist so mehr oder weniger in relativer Kürze das Trittstein-Naturschutzkonzept an zwei Beispielen. Mehr davon gibt es hier überall. Ja, der ganze Wald ist voll mit Refugien, ist voll mit Habitatbaumgruppen dazwischen. Und im besten Fall haben wir das irgendwann mal deutschlandweit. Es ist nicht nur so, dass das Baden-Württemberg macht, die anderen Bundesländer sind, ich kenne keins, das da nicht mitmacht, sind da auch an ähnlichen Konzepten dran. Es variiert ein bisschen mit dem Abstand, mit der Größe der einzelnen Flächen und so weiter. Es ist alles nicht ganz so wichtig. Hauptsache, irgend so ein Konzept in diese Richtung gibt es. Und das gibt es, wie gesagt, fast überall. Ganz tolle Sache. Da können wir mal ausnahmsweise positiv in die Zukunft gucken. Bedanke mich, hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und wenn nicht, was Schönes gesehen. Und wenn das auch nicht, dann tut es mir leid für die Zeitverschwendung. War aber diesmal wenigstens nicht ganz so lang. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.